Gude aus Chiang Mai. Heute mal wieder ein kleiner Thailand-Vlog. Wir sind jetzt hier in Sang Kampeng und besuchen einen kleinen Tempel, der was ganz Besonderes hat, nämlich so Zwillingsbäume, die dann hier wohl sehr verehrt werden. Und Sang Kampeng selber ist ein Vorort von Chiang Mai, circa 20 Kilometer oder so weg. Und ja, da sind wir jetzt mal hin und dann werden wir mal schauen, ob ich euch diese Bäumchen dann auch zeigen kann. Tempel an für sich ist jetzt nichts Besonderes. Neuere Bauart, sage ich mal. Standardausführung. Mini ist natürlich auch dabei. Wie soll es auch anders sein? Ja, da geht's rein. Bisschen doof jetzt mit der Sonne, aber ich denke, man kann es schon erkennen, was hier los ist. Hier ist so der kleine Nebenkriegsschauplatz, weil es drinnen überfüllt ist scheinbar. Keine Ahnung. Scherze. Und dann gucken wir mal, was drinnen los ist. Ja, hier innen drin sieht es auch aus, wie es in fast jedem Tempel aussieht. Allerdings sonst auch viel Holz verbaut. Und von den Zwillingsbäumchen habe ich jetzt noch nichts gesehen, aber naja, werde ich dann mal fragen gehen, wo das dann wohl so ist. Ja, da sitzt dann der Abt und hält Audienzen. Ja, die moderne Technik zwecks Ventilatoren hat auch schon Einzug gehalten. Ja. Aber was sie haben, sind schöne Wandmalereien hier. Weiß nicht, ob man das jetzt hier mal so sehen kann. Das ist hier ganz... alles aus Buddhas Leben erzählt. Ja, ich habe mich von der Fassade täuschen lassen. Also das Tempelchen ist wohl doch schon älter, muss ich sagen. Was man daran sieht, dass sie das alles hier oben, der Dachstuhl, noch mit Holz gemacht ist, was heute schier unbezahlbar ist. Deswegen sind die neuen Tempel, die gebaut werden, alle mit Beton. Ja, sei denn, es ist ein besonders reicher Orden, der sich das dann leisten kann. Jetzt gehen wir mal nach vorne. Ich denke, die Meter kann ich noch gehen. Was auch immer mir aufgefallen ist, in den Tempeln stehen immer diese vielen Uhren, diese Wanduhren und Standuhren, also... scheint auch irgendeine Bewandtnis zu haben. Ja. Ich glaube, die Stoßzähne sind nicht aus Elfenbein, eher aus Plastik. Aber ganz sicher kann man sich da natürlich auch nicht sein. So ist das hier. Na, dann gucke ich mal, ob ich diese Zwillingsbäumchen irgendwo finde. So, das ist er jetzt. Bäumchen ist gut, ja, der hat schon so ein paar Jährchen auf dem Buckel. Hat hier ja diese markante Zusammenwachsung. Ich weiß jetzt nicht, ob er der Zwilling ist oder ob das ganze Gebilde hier als Zwilling gilt. In Thailand weiß man sowas nicht ganz genau. Dann kann man da einmal rumlaufen, kann noch mal beten. Und dann hat das Ganze hier seinen Zweck erfüllt. Bin ich ja froh, dass ich keine Frau bin. Weiß jetzt nicht, ob da jetzt das Horoskop gesagt wird oder was. Keine Ahnung. War jetzt aber billig für 20 Baht, ha? Huh? Oh, das... grüne Licht leuchtet, 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 leuchtet. Der Zufallsgenerator, das Glücksrad dreht sich. Mal gucken, was los ist. Mini, du bist auch gespannt.
Will er vielleicht noch mehr Geld, dass das Grüne auch anhält oder nicht? Aha, ist so gewusst. War nicht genug. Aha, dann kriegt man eine Nummer gesagt und dann kann man das dann aus dem Kästchen rausziehen. Und da steht dann das Schicksal geschrieben. So läuft das hier. Coole Sache. Oder man macht es ganz einfach. Man schüttelt diese Stäbe und dann fällt auch irgendwie so eine Nummer raus. Interessante Taktik. Apropos Taktik, wo ist mein Hund? Da ist er. Du sollst nicht immer abhauen. Schauen wir mal hier. Alles da. Oh, ein richtig kleiner Dorfwart, der jetzt hier seine Bekanntheit erreicht hat. Dadurch, dass hier so ein besonderes Bäumchen wächst. Oh, ist okay. Jetzt wird geschakert. Aha, das war der Entscheidende. Und, was ist es? Die 18. Okay. Schauen wir mal. Aha. Ausländer können da wieder nicht dran teilnehmen, weil es nur auf Thailändisch steht. Oder steht es auch auf Englisch? Ah, oh, die sind chinesisch sogar auch schon. Naja, Gott sei Dank dann. Hätte ich das ja auch mal machen können. Ja, das sind dann so die thailändischen Glückskekse, ne? Mein Englisch ist jetzt nicht so gut, dass ich das alles übersetzen kann, aber der ein oder andere von euch beherrscht das sicher besser. Interessante Gespräche. Die Blätter sind wahrscheinlich auch was Besonderes. Wie das so ist hier. Ich werde mich mal erkundigen, was das bedeutet. Naja, im Herbst gibt es dann reiche Ernte. Das bringt auch Glück für Lottozahlen. Aha. Okay. Welche Zahl man? Wo soll ich die sehen? Im Blatt oder was? Ah, okay. Auch nicht schlecht. Also, jetzt habe ich das rausgekriegt. Wenn man 9 Blätter sammelt, dann kriegt man 9 Zahlen logischerweise. Und die sparen sich dann natürlich das Laubfegen, das Lästige. Ne? Jetzt gehen wir einmal hier durch. Gute Sache. Cleverer Marketingtrick. Das ist wie bei Tom Sawyer und Huckleberry Finn mit dem Zaunstreichen. Ne? Es funktioniert. Ich habe auch 9 Blätter gesammelt. Ja. Ist halt ein Baum. Ne? Was will man sagen? Ne? Was immer das auch hier ist. Aha, okay. Cool. Mein neuer Freund. Aha. Mal ein bisschen Bart reinlegen, ne? Wenn er schon so freundlich das Patschehändchen aufhält. Ja, man merkt, Glaube und Aberglaube vermischt sich hier munter. Aber jedem das Sein. Und wenn es dann vielleicht dazu beiträgt, dass man den Hauptgewinn im Lotto kassiert, dann hat
hat sich's ja allemal gelohnt, ne? Schauen wir mal. So, jetzt versuchen wir mal den Gong zum Klingen zu bringen. Reine Muskelkraft. Erstmal schauen, sich seelisch, moralisch darauf einstellen. Und dann kann man so oft reiben, so alt man ist. Ich weiß nicht, ob das was wird. Wo man beim Reiben auch ein bisschen mogeln kann. Nee. Jetzt? Nee. Nee, nee. Füll mich mal. Ich möchte mal sehen, nee, ob das was wird. Oder erstmal. Ohne Tipp. Aha, mal gucken. Ist auch nicht so von Erfolg. Auch nicht von Erfolg gekrönt. Nee, das wird nichts. Mehr so ein Draufschlagen. Aha. Nee. So, film mich mal. Film mich mal. Ich muss mal Ring weg. Sonst soll ich nicht viel machen. Doch ein Versuch. Second try. Aha. Aha. Man hört was. Sehr gut. Sehr schön. So, das war mal der kleine Ausflug. Vielleicht kommt nachher noch ein bisschen was anderes. Das schneide ich dann natürlich vor diesem Abspann und dann lasst euch mal überraschen, wenn wir vielleicht noch irgendwo schön einkehren oder der ein oder andere Tempel hier noch auf dem Weg liegt, der sich lohnt zu besichtigen, dann werde ich das natürlich auch für euch filmen. Und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben. Danke fürs Zuschauen und bis die Tage. Ciao, ciao.